Alle Religionen haben das gleiche Ziel. Alle Philosophien haben das gleiche Ziel. Alle politischen Verwaltungssysteme haben das gleiche Ziel. Seligkeitsbewusstsein ist das allgemeine Ziel jeden Herangehens. Aber trotzdem haben wir durch so viele wissenschaftliche Forschungen den Beweis erbracht, und wir werden das erreichen, was immer unerreichbar war. Unerreicht von so vielen Religionen während Hunderten von Jahren, unerreicht von so vielen politischen Systemen trotz so vieler Annäherungen. Aber jetzt ist die Zeit, das zu erreichen, was Jahrhunderte hindurch von Religionen, Kulturen, Bildungssystemen und anderem mehr bisher nicht erreicht wurde. Etwas, das bisher unerreicht blieb, wird nun in diesem Zeitalter der Wissenschaft auf eine sehr zuverlässige Art und Weise erreicht werden. So wird es sein. Denen, die nicht wissen, dass Bewusstsein das allgemeine Eigentum aller Nationen ist, können wir sagen, dass eine Regierung, die erfolgreich sein will, gleich in welchem Teil der Welt, eine Regierung sein muss, deren Autorität auf dem Bewusstsein beruht. Nur eine Regierung, deren Autorität auf dem Bewusstsein beruht, kann wirklich die unendliche Vielfalt des Universums beherrschen, das bereits beherrscht wird von den Naturgesetzen, also der Regierung der Natur. Ich möchte mich nicht mit einem Messias assoziieren, weil ich alle Messias-Persönlichkeiten der Vergangenheit respektiere. Sie brachten zu ihrer Zeit gute Botschaften und die Leute, die ihnen folgten, erfuhren die Ergebnisse dieser Botschaften. Ich habe meine Botschaft des Bewusstseins, ein sehr einfaches, natürliches und müheloses Programm für jeden, der die Übereinstimmung mit den Naturgesetzen und ein gutes Leben auf Erden genießen möchte. Ich entstamme der Tradition der großen Meister der vedischen Weisheit. Das ist auch der Grund dafür, warum ich ein klares Verständnis des ganzen Wissens, des umfassenden Wissens des Lebens habe. Das bedeutet umfassende Kenntnisse der Naturgesetze. Ich besitze diese aus der Tradition der vedischen Weisheit heraus, in der ich aufgewachsen bin und die Kenntnis des grundlegenden Elements des Lebens, des Bewusstseins, des Feldes des Bewusstseins beinhaltet. Veda ist das reine Wissen. Wissen ist ein vereinigter Ausdruck, a unified expression von drei Dingen: der Wissende, der Gegenstand des Wissens und der Prozess, Wissen zu erwerben. Drei Werte: das Subjekt, das ist der Beobachter, das Beobachtete und die Beziehung, die das Beobachtete und den Beobachter verbindet.
Diese drei Dinge zusammen sind die Struktur des Wissens. Wenn wir Wissen sagen, meinen wir diese drei Dinge. Zusammen den Wissenden, den Vorgang der Wissensgewinnung und das Objekt der Erfahrung. Wissender bedeutet reine Subjektivität. Das Beobachtete oder Erkannte ist das Objekt und dazu kommt die Beziehung zwischen beiden. Die reine Subjektivität ist das Feld des Bewusstseins. Das Objekt ist die Materie, also Bewusstsein, Materie und die Beziehung zwischen beiden sind die drei Dinge, die zusammen Wissen bedeuten. Das ist Veda. Veda also, was Wissen bedeutet, ist der vereinheitlichte Zustand von Subjekt, Objekt und der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. Das Subjekt ist Einzigartigkeit. Das Objekt ist unendliche Vielfalt. Die gesamte unendliche Vielfalt ist der Ausdruck der Subjektivität, von Bewusstsein. Bewusstsein ist also Einzigartigkeit, ist nur Bewusstsein allein, reine Subjektivität, reine Vergeistigung. Die Verschiedenartigkeit der Schöpfung und die Beziehung des Individuums mit allem anderen im Universum, all dieses ganze Wissen ist die Struktur des Veda. Wenn wir Veda sagen, denken wir sofort an das Bewusstsein mit seiner vollen inneren Bewusstheit. Die umfassende Intelligenz der Natur, das gesamte vereinheitlichte Feld der Naturgesetze, die volle Bewusstheit im menschlichen Bewusstsein ist jene Ebene der Intelligenz der Natur, die sich im ganzen Universum ausdrückt. Die ganze Mannigfaltigkeit des Universums und die Einzigartigkeit des reinen Bewusstseins, das heißt des totalen Wissens, ist Welt. Und es ist strukturiert im Bewusstsein. Veda, vedische Wissenschaft und vedische Technologie, all diese Ausdrucksformen sind Ausdrucksformen des Bewusstseins. Bewusstsein ist jedermanns eigenes Bewusstsein. Es ist niemandem fremd. Denn um irgendwas im Universum zu erkennen oder zu tun, braucht man nur an sein eigenes inneres Bewusstsein heranzutreten. Die Erforschung des Bewusstseins, die Erforschung von Ved und die Technologie von Ved, was transzendentale Meditation ist, schafft grenzenlose Bewusstheit, reine Wachheit. Das ist umfassendes Veda, das ist Wissenschaft, umfassende vedische Wissenschaft, wo die Einzigartigkeit durch sich selbst handelt. Die selbstbezogene Dynamik des Bewusstseins erzeugt unterschiedliche Ausdrucksformen des Bewusstseins im Universum. Das ist eine Ebene der menschlichen Bewusstheit, die durch die transzendentale Meditation und das TM-City-Programm vom Menschen leicht zu erreichen ist, um das Individuum zum Beherrscher aller Naturgesetze zu machen. Das ist vedische Wissenschaft und vedische Technologie. Wenn man irgendetwas erreichen will, geh in dich. Finde dort das Richtige heraus. Denn vor dir liegt die Gesamtheit von allem. So geht ein Gärtner vor. Ein Gärtner möchte die Blätter, die Zweige,
die Blüten, die Früchte in ihrer Mannigfaltigkeit erfrischen. Aber er sorgt sich nicht um all diese, denn er geht an die Wurzel. Er gießt die Wurzel und mit einer Handlung nährt er die Mannigfaltigkeit der Ausdrucksformen. He nourishes all the thousands of expressions of the self. Like that, exactly like that. Genauso wie der Gärtner zur Wurzel vordringt, zieht sich das Individuum in sein Inneres zurück, übt transzendentale Meditation aus, erlangt transzendentales Bewusstsein. Und die Aufmerksamkeit des Individuums auf dieser Ebene belebt das Bewusstsein. Genauso belebt das Gießen den Lebenssaft der Pflanzen. Und diese Nahrungszufuhr erreicht alle Ausdrucksformen des Lebenssaftes. Das Forschen im eigenen Bewusstsein, die Aufmerksamkeit gegenüber seinem eigenen Bewusstsein belebt das Bewusstsein. Und alle Gedanken sowie Rede und Handeln werden genährt. Das sind die Auswirkungen des Individuums auf die Gesellschaft, positiv bereichern und evolutionär. Durch Meditieren bereichert man also die gesamte Umgebung. Man nährt alle Naturgesetze und alles, was die materielle und physische Schöpfung ausmacht. Was ich in der vedischen Literatur fand, war: Leben ist Glück. Glücksblasen im Bereich des Bewusstseins. Jeder sollte diese Erfahrung machen. Die Leute jedoch, die mit den Flugzeugen in den Himalaya kamen, klagten alle, das Leben sei überhaupt nicht lebenswert und voller Leid und so weiter. So habe ich mir gedacht, man müsste nachsehen, warum es so viel Leid gibt. Denn die vedischen Texte besagen, dass das Leben Glück ist und dass man künftig im Unglück und Schwierigkeiten vorbeugen könnte. Yajna ist da, Jyotish ist da, wir haben Ayurveda, Gandharva Veda und Yoga. Die verschiedenen Aspekte der vedischen Weisheit sind also vorhanden, um Geist, Körper, Rede und Handeln zu kultivieren. Es mangelt nur an Bildung, denn Wissen ist vorhanden. Wissen ist vorhanden. Es muss nur an die Menschen herangetragen werden. Denn wenn sie kein Wissen haben, bekommt die Unwissenheit die Oberhand. Die Menschen handeln nicht im Einklang mit den Naturgesetzen und die Verletzung der Naturgesetze führt zu allerlei Problemen, Schwierigkeiten und Leid und vielem mehr. Deswegen war es notwendig, an die Welt eine Botschaft zu senden, dass Leben wirklich Glück ist. Und heute, nach so vielen Jahren, erfreuen sich Tausende von Menschen in ihrem privaten Leben des Glücks. Glücksblasen, keine Probleme. Aber die, die nicht meditieren, und diese sind in der Gesellschaft in der Mehrheit, führen das Evangelium des Leides weiter. Denn Leid ist etwas, mit dem sich die Menschen identifizieren können. Glück ist ganz im Inneren verborgen. Und etwas, was im Inneren verborgen ist, muss man suchen und finden. Die Menschen werden es finden, aber nur